Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Play Battlefield Singleplayer. Heute mit der Person Aufstand. Sie behaupten also, Sie waren nach dem Erdbeben bewusstlos. Ja, Sir. Sparen Sie sich das, Sir, das wird Ihnen nicht helfen. Weil Sie mich so oder so foltern werden. So arbeiten wir nicht mehr. Jetzt lassen wir Sie einfach von der Bildfläche verschwinden. Ganz toll. Wie lange waren Sie bewusstlos? Die Sonne war untergegangen, als ich zu mir kam. Da war ein Funkspruch. Wie lange genau? 6 Stunden 8. Das ist wichtig. War das ein Zug? Sind wir im Hunter? Konzentrieren Sie sich auf die Frage, bitte. Ich war noch ziemlich benommen, als ich mich rauszog, deshalb weiß ich nicht. Und es war dunkel. Als Sie sich rauszogen, waren Sie begraben? Ich konnte etwas erkennen. Sie sagten doch, es war dunkel und Sie waren angeschlagen. Machen Sie sich lustig über mich? Wir sind nur zum Vergnügen hier, Sergeant Blackburn. Unterhalten Sie uns. Na los. Wenn Sie das sagen. Es war also dunkel und Sie waren angeschlagen. Und nach dem Beben sahen Sie etwas. Was war das? So, in der letzten Mission war leider der Ton ein bisschen zu leise, deshalb nochmal Entschuldigung. Aber ich habe ihn jetzt lauter gemacht und ich denke mal, das ist jetzt besser. So. Andererseits habe ich eine bessere Idee. Ich lasse Sie wählen. Wen? Was denn wen? Oh, kommen Sie. Was ist? Leben oder sterben? Leben oder sterben? Imschi! Ja, schreit du mal schon weiter. Wir legen los. Und was passiert? Wir ziehen uns aus den Trümmern. Okay, dann stehen wir auf. Und hier wird direkt losgeballert. Müssen wir irgendwie mal gucken, wie wir jetzt entkommen können. Müssen offenbar hier diesen Graben entlang. Kommt man hier hoch? Ne, aufstehen kann ich auch nicht mal. Die dürfen uns offenbar nicht sehen. Die sehen nämlich nicht so freundlich aus. Ja, das ist mir aber egal, wer mir Katastrophenhilfe anbietet. Ich kriege nämlich jetzt hier schön weiter. Und? Was ist das denn da für ein Gebäude? So, hier mal. C. Achso, durch diese Röhre durch. Also früher war es mal eine Röhre. Na los. Krieg doch schneller, du Opa. Oh, hallo Mausi. Oh, aua. Arme Maus. Oder Ratte. Oder was weiß ich. Ja, du wiederholst dich. Jetzt sei leise, denn ich hau jetzt ab. Oh, von dem muss ich. Oh ja, yeah. Den haben wir schon mal gemessert. Haben wir seine Waffe? Hallo? Schöne Waffe. Hallo? Ah, jetzt auf einmal. Ich muss mir erstmal hinlegen. Sonst sterbe ich gleich am Anfang der Mission. Ja, ich muss leider zugeben, dass ich seit fast 2 Monaten kein Battlefield mehr gespielt habe, obwohl der Abstand zwischen den Folgen relativ kurz ist, ein paar Tage nur. Die Folgen sind in einem relativ großen Abstand gedreht. Und ich habe lange kein Battlefield mehr gespielt, weshalb hier einige Aktionen von mir eventuell etwas fragwürdig sein könnten. Aber ich habe vorher noch ein bisschen trainiert. Müsste das eigentlich ganz okay hinkriegen. Ist halt nur so, wenn man lange nicht spielt, dann ist die Maussteuerung irgendwie ein bisschen
gewöhnungsbedürftig und auch schießen und zielen. Das muss man alles dann noch ein bisschen trainieren. Das habe ich eben im Multiplayer ein bisschen gemacht, damit hier auch ein gutes Let's Play entsteht. Die lassen wir mal in Ruhe. Soll ich den jetzt töten oder? Erstmal lade ich nach, mal gucken, wie ich das machen muss. Ja, das sieht so aus. So, kommt raus. Die feigen Hunde. Kam denn der hier oben hin? Und der. Das finde ich immer so ein bisschen blöd bei Battlefield, dass die Leute echt neben dir spawnen können. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Leben, komm. Von wo denn? Wo seid ihr alle, Freunde? Ich gehe jetzt einfach mal hier runter und da rein. Da steht mir schon der erste. Und das müsste eigentlich der letzte gewesen sein. Ne, hier ist auch noch einer. Da. Okay. Noch ein Erdbeben. Toll, jetzt ist hier die Tür zugefallen und wir sind eingesperrt. Scheint, als würde hier um mich herum noch einiges geschehen. So, hier kommen gleich Feinde, die mich angreifen. In den Bus muss ich. Oh yeah, was war das denn? Mal übel. Oh, voll geil, wie die mich alle nicht treffen hier. Ach ja, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ich habe jetzt, nachdem ich mich selber gefragt habe, warum ich in der ersten Mission auf einfach gestellt habe, erkannt habe, dass das ein bisschen blöd war, habe ich jetzt für die zweite Mission auf normal gestellt, damit noch ein bisschen mehr Herausforderung ist. Scheiße. Jo, und dann merkt man gleich, dass mehr Herausforderung ist. Ah, scheiße. Das war jetzt so eine Situation, wo ich nicht wusste, was ich tue, weil ich nicht mehr gespielt habe. Mal gucken, wo wir jetzt spawnen. Das wird hier, glaube ich, immer mit so Checkpoints. Oh, das geht ja. Also, ab hier nochmal durchkämpfen. Na los, komm. So, weitergehen. Der Bus ist wieder heile. Okay, egal wo ich stehe, ich werde getroffen. Ah, soll's. Einfach immer auf die Lichter schießen. Okay, auf die muss ich gleich mal schießen. Wunderbar. Und wo geht's lang? Hier wieder. Diesmal bin ich ganz vorsichtig. Granate dann. Ach, das ist ja wieder diese Schule hier, wo wir in Mission 1 waren. Ja. Hallo? So. Keine Bewegung, du Pisser, Hände hoch!
Ja, ich bin es doch nur. Monte ist mein Freund. Was bin ich froh, dich zu sehen. Ja, ich bin auch froh, dich zu sehen. In 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen, wo er bleibt. Komm, wir verpissen uns. Na dann los. Folgen wir Montes mal hier durch den... durch diese Müllgasse. Misfit! Hier Misfit 1-3! Ich glaube, ich bin fast beim Sammelpunkt. Ja, ich bin weiter als du. Also komm. Ohne dieses Scheißgebäude wirkt die Stadt gleich ganz anders. Das sagt Montes im Gebäude drin. Sehr gut. Geht's lang? Das mag ich an Battlefield auch total. Dass das hier alles echt total gut eingeräumt ist und ausgestattet. Und nicht einfach nur ein leerer Raum, in dem man rumrennt. Auf Milnet gibt es in der ganzen Stadt Krawalle und, halt dich fest, einen Coup im Iran. Nein, ehrlich. Gesponsert von unseren freundlichen Nachbarn, der PLA. Na, das hätten wir uns ja fast denken können. Sieh mal. Oh, Mann, das wollte mir was zeigen. Sieh mal. Ich glaube, ich gehe da mal runter in diesen Wagen rein. Oh ja, hier haben wir gleich viel besseres MG. Wir schießen einfach mal kaputt, was geht. Links bei euch rein. Scheiße, das ist unser Taxi. Warum scheiße? Ich bin ja echt sehr froh, hier wegzukommen. Wow. Das war verdammt knapp. Beinahe wäre unser Taxi explodiert. Trifft natürlich genau mich. Erreiche die Osprey. Jetzt noch nix wie weg hier. Einfach rein da. Und mit der Battlefield-Musik heben wir ab. Jetzt noch schnell Klappe zu. Los. Na gut, dann eben nicht. Und es geht weiter mit der nächsten Mission. In 2 Tagen oder 3 oder 4 müsste ich noch gucken, wie ich das mache. Also bis dahin, haut rein und viel Spaß noch beim Zocken. Ciao.